Hintern hoch heute mit Yoga. Das Gute am Yoga ist ja, da ist ja wirklich für jeden was dabei, vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Und man sollte eigentlich mal das machen, was einem schwerfällt. Also in meinem Fall, ich müsste eigentlich ganz ruhiges Yoga machen. Das Ziel beim Yoga ist ja, die Bewegung, die Atmung und die Seele quasi in Einklang zu bringen, dass es ein ganzheitliches, holistisches Training ist. Deshalb findet man in vielen Yoga-Stilen Bewegungsabläufe, Bewegungsflüsse, Yoga-Flow. Das heißt, da werden einzelne Bewegungen miteinander kombiniert und das ist meistens sehr schön. Die Körperhaltungen, Meditationen und Atemtechniken bieten ein ganzheitliches Fitnesspaket. Also ich weiß ja nicht, ob das nur so ein Berlin-Phänomen ist. Auf jeden Fall fällt mir hier auf, dass sowohl die Yoga-Anhänger in den Fitnessstudios als auch in den Yoga-Studios oft sehr verbissen sind und auch sehr schnell recht aggressiv werden, wenn jemand mal die Ruhe stört. Und eigentlich ist ja die Yoga-Essenz, ruhig zu bleiben bzw. immer die innere Ruhe zu bewahren, auch wenn mal irgendwie was schief geht, wenn jemand laut wird, wenn es hektisch wird. So wie jetzt. Caro, wie viele Kalorien haben wir verbrannt? Genug.